Dann geht es hier pünktlich im Programm weiter. Und zwar jetzt erfahren wir, wie diese ganzen tollen Drohnendaten denn überhaupt in unser GIS reinkommen. Und dafür haben wir Robert Klemm von der WAG Group. Danke. Ja, ich hatte heute ein spannendes Thema über Open Drone Map. Letztes Jahr auf der Foscapes gab es leider nur einen kleinen Lightning Talk zu diesem Thema. Ich habe mir das letztes Jahr mal angeguckt, dachte, oh cool, da könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr machen. Und kommen wir jetzt mit dieser Fragestellung, wie kommen denn Drohnenbilddaten mit Hilfe von Open Drone Map ins WebGIS? Und möchte euch kurz mal zeigen, wie man mit prozessierten Daten ein kleines WebGIS bauen kann mit einfachen Open-Source-Mitteln und quasi das auch auf verschiedenen Clients zum Laufen bekommt. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Robert Klemm, arbeite bei der WAG Group, komme aus Berlin, habe auch da studiert, bin auch seit mehreren Jahren auch schon in der OSM-Welt tätig und momentan arbeite ich bei der WAG Group als Map-Bender-Entwickler, bin aber auch gleichzeitig für das Routing zuständig und letzter Zeit auch für den OSM-Demo-Style, der auch in letzter Zeit auch in der Wochennotiz drin war. Den habe ich quasi überarbeitet und habe quasi auch den weiterentwickelt. Ein kurzer Werbeblock eben zu meiner Firma. Ich arbeite eben, wie gesagt, bei der WAG Group. Hauptsitz ist quasi in Bonn. Die WAG Group ist quasi eine Dienstleistungsunternehmen, die quasi ein Komplettpaket von Installation bis zum WebGIS anbietet. Aber wir bieten natürlich auch entwicklungsbasierte Lösungen an. Ja, wie gesagt, ich komme aus Berlin. Wir haben eine Zweigstelle in Berlin, Hauptsitz ist in Bonn und haben noch eine Zweigstelle in Freiburg. Und momentan sind am Standort insgesamt bei den 43 Mitarbeitern. Einnahmen habe ich schon erwähnt. Ich glaube, Mapbender ist kein Unbekannter in der Open-Source-Welt. Das ist ein Produkt von uns, was wir weiterentwickeln und auch entwickeln. Metador gehört auch dazu und seit neuestem haben wir Mops. Mops ist quasi ein mobiles Offline-Maps für den Client, mobilen Client-Markt gedacht. So, Werbeblock vorbei. Jetzt kurz zu erklären, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, was ich überhaupt als Grundlagen genutzt habe, wie ich das umgesetzt habe und natürlich zum Schluss ein paar Bilder, wie das überhaupt aussieht im WMS. Ja, in den letzten Jahren, ich glaube, das hat jeder auch mitbekommen, diese Drohnen, UAVs, gab es ja einen großen Boom. Die sind kleiner geworden, billiger, jeder konnte sich das leisten, jeder wollte damit mal rumspielen. Aber gleichzeitig durch diese neuen luftgestützten Sensorsysteme war auch die Möglichkeit da, neue Daten zu gewinnen. Schnell, kostengünstig und für kleine Regionen konnte man eben sehr gute Bilddaten erzeugen. Natürlich gab es parallel auch viele Open-Source-Tools. Die GDAL ist eine davon, die quasi Bilddaten prozessieren. Und mein Augenmerk liegt eher mehr an diese DOPS, also die digitalen Orthofotos und habe mich dann ein bisschen Richtung Open Drone Map fixiert und meine Fragestellung ist eben, kann ich mit Drohndaten, mit dem Open Drone Map Tool ein WebGIS erzeugen? Ja, kurz zu Open Drone Map. Open Drone Map, wie gesagt, ist eine Open Source Anwendung, eine große Community mittlerweile. 2014 gestartet, relativ jung noch, damals mit dem Kommandozeilentool ODM und dieses Kommandozeilentool quasi ist dafür da, fotogrammetrische Bilddaten zu verarbeiten. Also das heißt, ich habe meine Rohbilddaten aus der Drohne, entzerre sie und kriege ein schönes entzerrtes Luftbild raus. Und natürlich kann dieses Open Drone Map Tool kann natürlich auch mehr, kann Geländemodelle erzeugen, Punktwolken erzeugen und verschiedene andere Sachen. Wird auch stetig weiterentwickelt. Vor kurzem gab es ein neues Release für das Web ODM. Komme ich gleich nochmal drauf. Open Drone Map ist mittlerweile eine kleine Familie geworden. ODM ist wie gesagt dieses Kommandozeilentool, was auf Python basiert. Mittlerweile sind viele Plugins dazugekommen, wie zum Beispiel WebODM, NodeODM
Cloud-ODM, das ist relativ neu noch, und Python-ODM. Also man sieht, es wird stetig weiterentwickelt und es werden viele neue Schnittstellen vorbereitet. Ja, groben Ganzen, man hat JPEGs, die durch die Drohnenbilddaten aufgenommen wurden. Man hat Bodenkontrollpunkte und demnächst auch wahrscheinlich auch ein GeoTIFF, was man als Input Open Drone Map geben kann. Und klassischerweise hat man dann eben diese Ausgabeformate, die Sie hier sehen, digitale Geländemodelle, digitale Oberflächenmodelle, Texturen. Und was mich natürlich interessiert, ist, was hier rot markiert ist, ein WM-Orthofoto eben. So, kurz zu ODM. Also ich habe jetzt mir mal zwei rausgepickt, die ich mal kurz erkläre. Ich habe kurz schon ODM erklärt. Es ist, wie gesagt, ein Kommandozeilen-Tool, wo wir einfach Prozess wie GDAL einfach Prozesse ansteuern können und es fällt ein GeoTIFF raus. Wie gesagt, ist komplett in Python programmiert und man kann über Python eben das aufrufen. Das WebODM ist quasi ein Plugin, was oben noch drauf sitzt auf dem Kommandozeilentool und hat quasi eine grafische Oberfläche, wo für den User noch einfacher symbolisiert wird, das zum Beispiel nicht simuliert, aber man kann eben Bilddaten hochladen auf den Server, prozessieren lassen und lädt sich einfach die Assets, in dem Fall die ganzen Exportformate, einfach runter und kann die dann weiterverarbeiten. Der Vorteil ist bei WebODM, dadurch, dass es mittlerweile auch mit Docker ausgeliefert wird, kann man verschiedene Instanzen aufsetzen und auf verschiedenen Server auch auslagern. Das heißt, man kann das dezentral irgendwo auf den Server packen, kann ihn in Ruhe rechnen lassen und holt sich die Daten dann später zurück. Ja, die anderen, wie gesagt, die anderen drei, Node-ODM und Cloud-ODM und Python-ODM, wie gesagt, die sind neu dazugekommen, wollte ich jetzt aber im Vortrag nicht näher drauf eingehen. Kann man auf dieser Webseite, die Sie unten sehen, eben sich nochmal genauer belesen. Ist sehr gut dokumentiert. Genau, wie habe ich da eigentlich das alles umgesetzt? Also grob, ich habe für das Web-Interface Mapbender benutzt, habe aber auch gleichzeitig einen eigenen Server gehabt für WebODM, wo ich meine Rohbilddaten quasi importiert habe, habe die über Docker-Container, wie gesagt, WebODM wird über Docker ausgeliefert, prozessieren lassen, habe ein GeoTIFF und das GeoTIFF an sich habe ich dann wieder benutzt und habe quasi aus das GeoTIFF einen WMS-Service erzeugt. Das quasi mit QGIS und QGIS-Server sehr gut funktioniert und dazu habe ich noch einen Mapproxy dazwischen geschaltet und dieser Mapproxy-Dienst hat quasi meine Schnittstelle nach außen zu Mapbender eröffnet und habe es da eingebunden und habe quasi im Web gleich mein Orthofoto gehabt. Ja, vom Workflow, also ganz, wie Sie hier sehen, unsere Drohne, eine Phantom 3, die wir genutzt haben, wie gesagt, das war im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, haben wir auf dem Campingplatz bei Steckenheim in der Nähe von Hamm in der Nähe, also bei Bonn, haben wir die Erlaubnis bekommen, dass wir den Campingplatz eben abfliegen dürfen und durften dann quasi die Bilddaten auch damit prozessieren. Haben die dann später in WebODM quasi importiert, wie Sie hier sehen, haben dann, man sieht, das sind 364 Bilder, haben die dann prozessieren lassen und haben gewartet, bis es fertig ist und haben uns die Ergebnisse dann angeguckt. Wenn wir zufrieden waren, dann haben wir das quasi weiterverarbeitet. Das WebODM hat eine grafische Oberfläche, wo man auch manuell die Parameter einstellen kann. Ja, dann, wenn es fertig prozessiert war, konnte man sich über die Web-Oberfläche eben die 2D-Daten angucken oder, was auch sehr schön ist, 3D-Daten, wie Sie unten sehen, über Cesium-Plugins. Das wird quasi gleich mit in dieser Web-ODM mit ausgeliefert. Konnte man quasi das Bild dreidimensional drehen. Ich hoffe, das sieht man so einigermaßen. Und man kann, was WebODM auch schon mitbringt, Volumenberechnung machen. Also Objekte markieren und kann dann Volumen berechnen. Natürlich gibt es auch verschiedene Features noch. Also wir können einen Höhenprofil-Querschnitt uns anzeigen lassen, wie er zum Beispiel das Gelände, wie das aussieht.
wie gesagt, dieses bietet noch mehr an, also viele Features. Zum Beispiel kann man das Filmprofil als CSV, LAS-Exportformat eben auch runterladen und weiterverarbeiten. Zum Schluss gibt es auch die Möglichkeit, dass man diese Punktwolke, die wir jetzt gerade gesehen haben, mit einer Textur, die Web-ODM oder ODM automatisch mitprozessiert, die wird dann rübergelegt und dann sieht man auch schon dreidimensional entzerrt quasi das Gelände vom Campingplatz. Ja, ich habe auf der Web-Oberfläche das GeoTIFF runtergeladen und habe dann überlegt, ja gut, jetzt habe ich ein GeoTIFF, was mache ich jetzt damit? Dann habe ich mir QGIS genommen, in dem Fall QGIS 2.8 noch, weil ich einen alten Ubuntu-Server noch hatte, 16.04, und aus Performance-Gründen habe ich 2.8 und noch QGIS Server eine alte Version gehabt. Aber ich habe das nachgebaut mit QGIS 3 und einer neueren Version geht das auch, habe aber mir das GeoTIFF eben reingeladen, habe mir das angeguckt und habe mir das angeschaut und habe dann gesagt, gut, das gefällt mir, möchte aber noch ein paar Bildpyramiden bauen. Entweder man macht das über QGIS, direkt über die Tourleiste, aber man hat auch die Möglichkeit, über GDAL da nachzuarbeiten. Bildpyramiden macht dann Sinn, wenn wir einen WMS-Dienst haben, dass er die Zwischenstufen schneller eben zurückgibt, aus Performance-Gründen. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, gefällt mir, dann mache ich einen OWS-Server draus. Das geht ganz einfach über diese Projekteinstellung. Habe dann die wichtigsten Tools ausgefüllt, Felder, und habe gesagt, gut, das gefällt mir, habe das abgespeichert und habe das quasi auf dem Serverpfad abgelegt. Dann habe ich mir das angeguckt in MapProxy, habe mir eine MapProxy-YAML zusammengestellt und wie man hier jetzt auch sieht, das ist jetzt quasi der Dienst, wo das drin läuft. Und ich habe MapProxy genutzt, eben weil MapProxy zwischencached. Und hatte auch Interesse daran, naja, man könnte es ja später verwenden, um das noch schneller eben zu prozessieren oder darzustellen. Ja, dann habe ich mir MapBender installiert. In dem Fall sogar MapBender 2.18. 2.8 Beta 1, das ist quasi die neueste MapBender-Version, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Und habe quasi da über Datenquelle den WMS-URL eingebunden und habe mir das dann quasi eingerichtet. Und quick and dirty, habe das alles zusammengestellt und hatte dann zum Schluss quasi meinen WMS-Dienst komplett drin in der Anwendung und konnte hier ganz gut navigieren und habe mir die Bilder eben angeguckt. Wie gesagt, ohne eine Zeile zu programmieren. Ja, dann dachte ich mir, cool, das funktioniert mit MapBender. Ja, wie sieht es aus, weil wir jetzt ein neues Produkt haben, Mops und mit OpenLayers 3 und Offline-Fähigkeit. Dann dachte ich mir, okay, WMS geht ja, es ist ja online, das kann ja alles so bleiben, aber wie sieht es aus mit GeoPackage? Dann habe ich mir ein GeoPackage quasi exportiert aus QGIS, in dem Fall auch über MapProxy auch, und habe dann gesagt, cool, das will ich mir mal angucken, und habe quasi über Mops, über diese App, in dem Fall ist es OpenLayers 3, OpenLayers 4, Entschuldigung, was im Hintergrund läuft, habe mir dann das eingebunden und habe festgestellt, gut, das Geopackage ist ungefähr 400 Megabyte groß, lade ich mir runter und konnte mir das quasi offline auf meinem Smartphone angucken. Ja. Ja, welche Vorteile? Jetzt habe ich euch gerade zugeballert mit, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ganz kurz nochmal die Vorteile. Ich fand ODM ganz cool, aus meiner Perspektive her. Es war sehr gut dokumentiert. Es besitzt eine sehr große Community. Konnte eben auch fragen. Ich wurde auch gleichzeitig, es wurde schnell zurückgeantwortet. Man kommt da schnell ins Gespräch. Es lässt sich sehr gut integrieren in bestehende GDIs. Ich konnte schnell einen Server aufsetzen, in dem Fall mit Docker. Und es ist kostenfrei gegenüber von anderen Software-Stacks, zum Beispiel Agisoft, muss man natürlich was kaufen. Und für eine kleine Sache, wie ich will ein Orthofoto generieren, fand ich quasi dieses Projekt sehr, sehr gut und ansprechend. Und wie gesagt, es ist leicht verständlich, leistungsfähig
Und man kann quasi über diese Web-Oberfläche, was auch eine REST-API-Schnittstelle mitbringt, konnte man auch darüber speichern. Genau, mein Fazit, es lässt sich im WMS-Dienst umwandeln. Und hier nochmal die Sachen, die ich genutzt habe. Und ja, das war's. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Du hast gesagt, dass man Volumenberechnungen machen kann, indem man Objekte markiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das, extrahiert die Objekte schon, dass die Objekte sind, oder muss man die Punkte jetzt alle anklicken, wenn man jetzt irgendwie also, zum Beispiel ein Gebäude hat oder... Genau, also er erkennt, also durch die Objekterkennung, das sind ja Punktdaten, weiß er, dass das Objekt zusammenliegend ist und nimmt das quasi in die Volumenberechnung mit rein. Also das sieht man jetzt schlecht hier auf dem Foto rechts, das sind alles Punktdaten. Also was so grieselig ist, das ist nicht ein Screenshot, was blöd aussieht. Nein, das sind alles Punktwolken und auf Grundlage dieser Punktwolken wird das dann berechnet. Also man setzt quasi dann einen Punkt an und dann versucht er quasi das selber nachzuziehen und auf Grundlage dieses Rechtecks berechnet er das Volumen. Und noch eine zweite Frage zu Open Drone Map. Kann man sich Open Drone Map so ähnlich vorstellen wie Open Street Map, mit dass dort verschiedene Regionen, wo Leute schon mit Drohnen geflogen sind, dass man da Luftbilder zur Verfügung hat? Oder ist das eher so etwas, was man jetzt als Einzelner nutzt, wenn man ein Projekt hat und man stellt das dort ein und zieht sich dann, lässt es dort prozessieren und zieht sich dann seine Daten dort wieder raus? Genau, es gibt ja, ich glaube, das Projekt heißt anders. Es gibt noch das andere Projekt, wo quasi Community-Leute ihre Drohndaten hochgeladen und dann kann man sich das runterladen. Ja. Open Drone Map ist zu verstehen wie QGIS. Es ist ein Anwendungsbeispiel, also man kann sich das nutzen, eine große Community im Hintergrund steht und man benutzt quasi Open Drone Map nur zur Prozessierung viel Luftbilddaten. Man teilt aber nicht die Daten mit anderen sozusagen. Nee, also okay. Das kann man natürlich machen. Ja, aber ist nicht die Intention des Projektes. Genau, das ist nicht der Kernaufgabe, genau. Alles klar, vielen Dank. Da oben. Was mich mal interessieren würde, wie war denn der eigentliche Drohnenflugprozess? Also muss man das irgendwie in einem speziellen Schema abfliegen oder fliegt man einfach irgendwie so ein bisschen wild durch die Gegend und die Software kapiert es später? Nee, in dem Fall, das habe ich explizit ausgeklammert, weil diese Drohnenbefliegung, also macht die Wehrgruppe jetzt nicht. Wir sind eigentlich dafür da, um die Daten zu prozessieren. Für die Machbarkeitsstudie haben wir das selber gemacht. Wir haben eine Software benutzt, eine App-Software. Eine Flydrone oder so ähnlich. Das heißt, man stellt sich quasi in das Gebiet. In dem Fall hatten wir Glück, dass die Drohne mit der App kompatibel ist und man hat das Gebiet dann abgeklickt und er hat auf Grundlage des Gebietes die Flugbahn berechnet. Und in dem Fall, die App berechnet quasi den Überlappungsbereich von 70%. Das heißt, die Flugbahnen sind sehr schmal gehalten, hat aber einen sehr großen Vorteil, dass wir eine sehr hohe Überlappungssachen haben, dass das Objekt aus verschiedenen Richtungen quasi fotografiert wird. Und somit ist quasi für diese 3D-Sachen später zum großen Vorteil, dass das Objekt auch richtig erkannt wird für diese Polygone. Ja. Ja, ich wollte noch fragen, für das bildbasierte automatische Auswerten der Drohnenbilder, da ist da auch eine freie Software verfügbar, oder? Wie bitte? Also diese Auswertung, die automatische Auswertung der Drohnenbilder, um jetzt halt daraus dann eine Punktwolke zu generieren und so weiter, braucht man ja Structure for Motion Software. Ist das eine freie Software, die dahinter steckt? Ja, ne, also wie gesagt, das ist alles in diesem Paket mit drin, Open Drone Map. Da kann man sich das, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Naja, also die Bilder müssen ja praktisch automatisch ausgewertet werden, dass ich praktisch aus mindestens zwei Bildern eine 3D-Punktwolke generieren genau. kann. Das macht das Produkt. Also der das baut ist also auch Open Source. Das ist auch Open Source, genau. Ja, gut. Also es sind verschiedene Open Source Bestandteile, also Cesium quasi, um später das interaktiv 3D darzustellen.
Genau, und ist, glaube ich, eine Python-Bibliothek, die im Hintergrund läuft und die quasi diese Vermaschung und diese Punktwolken zusammenrechnet. Mhm. Und das macht das passiert in dem Fall in diesem Docker-Container und diese Daten, die rausfallen, wenn Sie das auf eigenen Server bauen, das ist alles Ihres. Das kommt nicht irgendwo hin. Das bleibt alles quasi innerhalb dieses Containers und genau. Okay, danke. Was ist dein Gesamtfazit, was den Aufwand angeht, also Zeit und so weiter? Welche Mühe man sich damit macht? Macht man das mal so eben schnell oder muss man sich das ein bisschen überlegen, ob man insgesamt so von der Drohne, vom Flug bis zum... Ach so, okay. Ich wollte gerade nachfragen, aber von welchem Punkt? Also von der Drohnenbefliegung, also allein diese Befliegung und die Planung, das ist ein Teil für sich. Also da muss man sich ein bisschen rumprobieren. Ich habe früher keine Drohne geflogen. Ich musste mich auch erstmal mit der Drohnensteuerung auseinandersetzen. Und natürlich sind auch ein paar Sachen schiefgelaufen. Zum Beispiel ist die mal gegen Baum geflogen. Das kommt mal dazu. Aber im Groben und Ganzen ist es machbar. Und für mich jetzt als Fazit, ich habe mir meistens die Bilder genommen und habe die prozessiert. Und habe die, für mich, weil ich jetzt schon ein bisschen Übung habe, innerhalb von nicht mal 2 Tage. Es hängt natürlich davon ab, was für ein Server im Hintergrund ist, für den Ressourcen, wie schnell der ist. Aber innerhalb von 2 Tagen, jetzt so als Laie, wenn man das natürlich öfters macht und wenn einmal die GDI da ist, geht das natürlich viel schneller. Und das geht relativ schnell. Und man kriegt hochauflösende Bilder. Also man muss das ja immer in Betracht ziehen. Wartet man so lange, bis die DOPs von anderen Dienstleistern da ankommen oder man fliegt einen kleinen Bereich ab und guckt sich das mal schnell an. Das ist natürlich was ganz anderes. Und da guckt natürlich das war quasi so das Anwendungsbeispiel. Du hast noch angesprochen, dass es Ground-Control-Punkte gibt, die man auch verwenden muss für die Verarbeitung. Was ist das genau? Sind das einzelne Fotos oder Referenzpunkte? Das sind Referenzpunkte, genau. Ich bin da nicht näher drauf eingegangen. In dem Fall haben wir hier keine eingebaut. Ich gucke gerade, wo... Die Bodenkontrollpunkte, also Referenzpunkte, die können zusätzlich noch aufgenommen werden. Also das heißt, in dem Fall, Open Drone Map baut ein 3D-Modell quasi in seinen eigenen Raum auf. Anhand der GPS-Punkte, die in den Bilddaten gespeichert werden. Das macht ja die Drohne. Und wenn man aber das noch genauer haben möchte, kann man Referenzpunkte aufnehmen. In dem Fall ein Gullideckel in dem Bereich, passt das ein und übergibt das quasi Open Drone Map mit als Import. Das heißt, Open Drone Map benutzt diese Referenzpunkte nochmal, benutzt die mit und nimmt sein 3D-Modell, genauso wie eine Georeferenzierung in ein Luftbild, und zieht das nochmal glatter oder zieht das nochmal besser auf. Dann ist das, man kann ja einen leichten Versatz haben durch die GPS, da kann ja einiges dazukommen und dann ist das noch lagetreuer. Das gehört in den Prozess mit rein. Man muss es nicht machen, man kann es, um ein besseres Bild zu bekommen. Ja. Ich glaube, für eine Frage hätten wir noch Zeit. Dankeschön. Es sind eigentlich die Fragen, die sehr kurz beantwortet werden können. Zum einen die: Kann ich den Prozess verteilen auf mehrere Server? Kann ich Schrägbilder nehmen, die von 2 Meter Höhe oder sowas aufgenommen wurden und mit einer Orientierung versehen sind? Das geht. Also der berechnet, also ich fange mal mit dem Schrägbild an. Das macht er auch, aber man muss eben mit Abstrichen. Also er versucht ja quasi über diese Schrägaufnahmen, also es müssen auch mehrere Bilder sein, Überlappung, mit einem Bild kommst du eben da nicht weit. Und dann versucht er quasi die Objekte zu erkennen und baut quasi dieses Modell auf. Das würde funktionieren. Und welche Bodenauflösung hast du da auf deinem Beispiel? Auf dem Beispiel, das sind 0,4, also das ist relativ hoch. Also das sieht man jetzt nicht, weil ich in der Auflösung, dadurch, dass es ein Geo-Package ist,
habe ich das begrenzt. Also das GeoTIFF geht natürlich weiter rein. Wie gesagt, um das noch besser, auch hochauflösend zu bekommen, Bodenkontrollpunkte. Man muss mit Schrägbildaufnahmen bringt das dann auch nicht mehr viel, weil du ja auch ein bisschen durch die Verzerrung an der Seite spielen ja verschiedene Faktoren mit rein. Also Open Drone Map hat ein großes Paket an Parameter, die man hochschrauben kann. Also man hat Stellschrauben und kann über Linsenparameter, kann man Verzerrungspunkte, also das geht in die vermessungstechnische Sache rein, aber du hast sehr viele Möglichkeiten, um noch bessere Bildpunkte, also ein Bildergebnis zu bekommen. Genau. Danke. Und auf die Verteilung, das geht. Dafür gibt es quasi diese Cloud-Geschichte und da kannst du das mehr verteilen. Musst du aber online gucken, in der Doku, da steht das allgemein nochmal drin. Wunderbar, vielen Dank für den Talk und für die Fragen. Einen Runden Applaus. Danke.